Werner Rusitschka, die 36. Duisburger Filmwoche steht vor der Tür. Nächsten Montag geht's los. Stoffe war letztes Jahr, Räume ist dieses Jahr. Worum geht's? Es geht um all die Räume, in denen das Leben sich abspielt. Es geht um Räume, in denen Menschen leben, in denen Menschen arbeiten, in denen Dinge passieren. Es geht um Krankenhausräume, es geht um Gefängnisräume, es geht um Gerichtsräume. Und die Vielfalt von Räumlichkeiten, von Öffentlichkeiten, von privaten Umgebungen sind Thema in unseren Filmen. Und wir bieten wie immer in Duisburg zu jedem Film auch ausreichend Rederaum an. In Duisburg kann man mit den Filmemachern, mit den Protagonisten ins Gespräch kommen und reden und gemeinsam das Gesehene bewerten, nachfragen, loben, aber auch kritisieren. Ein Raum, der mir aufgefallen ist, ist die Hütte. Speziell zu Duisburg, speziell für Duisburg. Ja, natürlich so einen Film zu bekommen, angeboten zu bekommen und dann zur Öffnung zu zeigen, liegt nahe, ist ein Elfmeter, den man verwandeln muss. Und es ist aber nicht einfach nur ein Film, der die Industrie beschreibt als ja, schwere Arbeit, ordentliche Menschen, sondern es ist ein sehr kluger, charmanter und auch optisch sehr ansprechender Film. Und auch ein sehr persönlicher, wie ich aus dem Trailer irgendwie so entnehmen konnte. In dem das, was man an so mag an Ruhrgebietsmenschen, noch einmal unterstrichen wird, ohne billige Stereotypen, ist ein Film, der ein bisschen sentimental ist, aber auch sehr liebevoll mit den Menschen umgeht. Viele der Macher der Filme werden auch wieder in Duisburg sein? Ja, wir haben in diesem Jahr alle Autoren dabei. Zum Teil haben die Filme ja auch zwei Autoren in Co-Autorenschaft. Und wir haben sehr viele Leute dabei, die wichtig sind vom Filmemachen, nämlich Kameramenschen, Schnittmeisterinnen, Schnittmeister, Tonmenschen und noch eine Reihe von Mitwirkenden, sodass also jeder Gast zu jedem Film ein sehr rundes, ausreichendes Bild bekommt. Ich sagte gerade, die 36. Duisburger Filmwoche. Gerd Jahn hat eine positive Nachricht verkündet, dass die Finanzierung zumindest seitens der Stadt Duisburg auf Jahre hin gesichert sein wird. Ist das ein erleichterndes Gefühl? Es ist total ermunternd. Und so ein Zuspruch, so ein Commitment, kurz am Festival motiviert mich und mein Team. Und dass man merkt, dass man in dieser Stadt auch Rückendeckung bekommt, dass man weitermachen kann und weitermachen soll, das ist ein gutes Signal zu Beginn des Festivals. Jetzt wird es bei diesem Festival ja wieder Preise geben. Arte ist daran beteiligt, dann gibt es den Förderpreis der Stadt Duisburg. Wie sieht das aus? Sind da viele interessante Bewerber, die Kopf-an-Kopf-Rennen veranstalten werden oder gibt es da schon persönliche Favoriten? Habe ich natürlich, weil die einen Teufel tun, die hier... Das ist auch klar. Ja, das ist klar. Den Versuch war es wert. Ich finde es schwer beim Förderpreis, weil wir haben etwa eine knappe Hälfte Nachwuchsfilme, die wirklich sehr gut sind und da mit der Jury wirklich zu tun haben. Bei den anderen beiden großen Preisen, Arte und Dreisat, ist ähnlich schwierig, aber überschaubarer. Aber wir haben wirklich sehr gute Jurys zusammengesetzt aus Filmemachern, also Fachleuten, aus Filmwissenschaftlern und Journalisten, die werden wie in den letzten Jahren einen guten Job machen. Aber ich bin sehr neugierig. Meine Prognosen haben nie gestimmt. Jetzt die abschließende Frage in dem Zusammenhang, und zwar zu den Daten. Es geht genau wann los, wann wird eröffnet? Am nächsten Montag, den 5. November um 20 Uhr ist die Eröffnung hier im Filmforum am Dertland. Und ich habe gehört, dass jeder kommen kann. Jeder kann kommen. Die Eröffnung ist umsonst, gratis, als Einladung und Geste an alle Duisburger. Und alle können, wenn sie rechtzeitig hier sind, Platz bekommen und den Eröffnungsfilm sehen. Danke und viel Erfolg. Danke.